Teil der 33. Folge Lebendiges Musizieren mit mir, der Milli Matilda Musica am Klavier. Und heute mit 3 Tönen. Ist das nicht super? Ja, das ist total super. Mit 3 Tönen, nämlich einem ganzen Akkord. Milli, den hast du super gelernt. Ja, das hat mir die Frau Zober gezeigt. Guck mal, wenn ich den Cäsar und den Esel und die Gans spiele. So, mit 1, 2, 3 Fingern. Dann ist das ein C-Dur. Und wenn ich dann zum Hamster, zum Dackel und nochmal zur Gans gehe, dann ist das ein B-Dur. Und dann kann ich das Lied begleiten. Schaut. Dumba, 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 jetzt geht's los. Cool, nicht? Habt ihr gesehen, was die Frau Zobel gemacht hat? Frau Zobel, das sah ja lustig aus. Du hast ja nur lauter einzelne Körperteile bewegt. Warst du ein Roboter oder sowas? Naja, so ähnlich. Nicht ganz ein Roboter, aber ich hatte mir überlegt, dieses Mal nur einzelne Körperteile zu bewegen. Einmal die Schultern, ne, dann den Kopf. Weil jetzt geht's los, hin und her. Und den großen Bogen mit der Hand für die langen Töne. Und dann die Arme, die Unterarme hin und her. Ein bisschen wie Scheibenwischer, die abwechselnd funktionieren. Auf, zu, zu. Auf, zu. Zu, macht man mit. Auf, zu, zu, auf, zu, zu, auf, zu, zu. Jetzt geht's los. Oh ja, das ist cool. Kinder, das habt ihr ja super gemacht. Auf und zu und auf und zu. Okay. Und das hält auch fit, nicht wahr, Frau Zobel? Ja, das hält fit und das brauchen wir jetzt, so wie den Hampelmann. Das brauchen wir jetzt runter und rauf und runter und rauf, denn wir müssen richtig fit sein. Denn heute wollen wir ins Musikland fahren und ihr glaubt nicht, mit was? Hä? Fahren? Mit was willst du denn fahren bei dem vielen Schnee? Ja, die Idee mit dem Fahrzeug, die hatte die Cecilia. Die hat sie mir geschrieben und ich fand die total klasse. Denn so kommen wir ganz leicht ins Musikland. Das ist ein ziemlich großes Fahrzeug und da muss man sogar raufklettern und dann aufschließen und rein. Und damit kann man den ganzen Schnee wegschieben. Was denkt ihr, was das ist? Genau, richtig. Ein Schneepflug. Wir fahren heute mit dem Schneepflug. Wow, cool. Mit dem Schneepflug bin ich ja noch nie gefahren. Ihr etwa? Ah, okay. Dann lasst uns jetzt mal losfahren. So, seht ihr das in meiner Hand? Das ist der Schlüssel vom Musikland-Schneepflug. Und der ist regenbogenfarben. Könnt ihr den irgendwo sehen? Da? Okay, stimmt, da ist der Schneepflug. Okay, dann lasst uns mal hinlaufen und wir sind da. So, jetzt müssen wir darauf. Also einmal raufklettern, die 3 Treppenstufen. 1, 2, 3, bling. Oh nein, jetzt ist mir der Schlüssel runtergefallen. Nochmal runter. 1, 2, 3. Ah. Schlüssel, wo ist er denn? Ach, hier. Okay, nochmal. 1, 2, 3. Aufschließen. Türe auf. Okay. Und hinein in den Schneepflug. Die Türe wieder zu. Oh nein, jetzt klemmt der Schlüssel draußen. Muss ich den nochmal holen? Gut, jetzt kann es losgehen. Also, Schneepflug an. Schlüssel rein. Was? Wir müssen uns erst anschnallen? Na klar, da habt ihr natürlich recht. Also, anschnallen. Okay, angeschnallt sind wir. So.
Schlüssel umdrehen. Sehr gut, der läuft. So, jetzt unser Schneepflugschild nach unten und los geht's. Mit dem Schneepflug fahren wir. Mit dem Schneepflug fahren wir ins Musikland. Achtung, die Straße frei. Achtung, die Straße frei. Unsere Leuchte leuchtet hell an unserem Schneepflug. Unsere Leuchte leuchtet hell. Achtung, hier kommen wir. Mit dem Schneepflug fahren wir, mit dem Schneepflug fahren wir, mit dem Schneepflug fahren wir, machen die Straße frei und halt. Pssst, Schneepflug runter, pssst, wieder rauf, so, ausschalten. Pssst. Oh, das war eine schöne Fahrt. Ah, sehr gut. Jetzt sind wir hier im Musikland angekommen und die Straße ins Musikland ist wieder frei. Das ist klasse. Frau Zobel, schau mal. Schau mal, hier sind überall lauter verkleidete Leute. Was machen die denn hier? Stimmt. Hier sind überall verkleidete Leute. Ich glaube, Milli, die feiern Karneval. Karneval? Was ist denn das? Na, Karneval oder Fasching, das feiert man bei uns auch. Und da verkleidet man sich. Oh, cool. Lass uns auch verkleiden. Na klar, lass uns ins Getümmel stürzen. Aber erstmal müssen wir hier aus dem Schneepflug raus. Also Schlüssel abziehen. So, abschneiden. Okay. Türe auf. Und raussteigen. Achtung, nicht abrutschen. 3 Stufen. So, Schlüssel festhalten. 1, 2, 3. Bäm, Tür wieder zu. Abschließen. Gerade so raufgereicht. Schlüssel einstecken. Sehr gut. So, jetzt lass uns mal gucken. Als was wollt ihr euch denn verkleiden? Habt ihr schon eine Idee? Ah, da höre ich Polizist. Sehr gute Idee. Was? Prinzessin? Auch wunderschön als Prinzessin. Als was kann man sich noch verkleiden? Als Clown? Sehr gut. Als Klickler-Clown. Das mag ich auch. Oder als Raumfahrer. Oder als Mensch von der Müllabfuhr. Oder. Da fallen mir noch so viele Sachen ein. Euch bestimmt auch. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Ideen schicken, ja? Ja, das können die Kinder bestimmt. Hä? Schaut mal da hinten. Da. Wer läuft denn da? Oh, das ist ja ein mini winzig kleiner Elefant. Oh, das sieht ja niedlich aus. So ein Mini-Elefant habe ich ja noch nie gesehen. Milli, ich glaube, da hat sich so eine kleine Backmaus als Elefant verkleidet. Oh, das sieht ja lustig aus. Kinder, wollen wir uns auch in Elefanten verwandeln? So richtig mit Rüssel und dann uns als Elefanten bewegen, ja? Au, ja, das macht Spaß! Ja, Elefanten haben ja so große Ohren und einen Rüssel. Und um den Rüssel zu bauen, nehmen wir die linke Hand an die Nase. Und dann die rechte Hand hier durch. Das ist ein wunderbarer Elefantenrüssel. Huhu. Und damit stampfen wir jetzt los. Elefanten sind Giganten, Elefanten sind Giganten. Hä, Frau Zobel, was sind denn Giganten? Na, Gigant, das bedeutet, dass etwas riesig groß ist. Und Elefanten sind ja so riesig groß, dass sie schon für uns Giganten sind. Aha,
Also riesengroße Tiere, das sind Giganten. Stimmt, Elefanten sind ziemlich groß, außer die Kleine da. Das ist ein Mini-Witz-Elefant. Ja. Hä? Kinder, hört ihr das? Oh, das sind doch die meine Freunde, die Zapfenzwerge. Hallo, Nano. Oh, das klingt ja wunderschön. Aber das kenne ich gar nicht. Stimmt. Das Stück haben wir noch nicht gehört, als wir hier zu Besuch waren und uns die vielen schönen Konzerte angehört haben. Aber wisst ihr, ich kenne das. Das ist ein Stück, das heißt Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns? Was? Camille, das klingt so wie Camille. Ja, stimmt, das klingt ein bisschen wie Camille, aber heißt Camille ist ein Vorname. Ja, so wie Heinrich oder Fritz. Und Saint-Saëns sagt uns doch schon ein bisschen, wo der herkommt. Das klingt nämlich sehr französisch. Das ist ein Franzose gewesen und der hat wunderschöne Musik geschrieben. Aha, ein Franzose also. Okay. Und wie hast du gesagt, heißt das Stück, was er da geschrieben hat? Na, das Stück heißt Karneval der Tiere. Und was wir gerade hören, das ist der Elefant. Und habt ihr erkannt, welche Instrumente damit spielen? Na, das Klavier. Das habe ich sofort erkannt. Aber was ist denn das Tiefe? Was da so ganz tiefe Geräusche macht? Das ist ein Kontrabass. Ein Kontrabass? Was ist denn das für ein Instrument? Und Kontrabass, das ist ein ganz, ganz großes Instrument. Und das sieht ein bisschen aus wie meine Gitarre. Pass mal auf. Meine Gitarre, die sieht so ähnlich aus. Sie hat nämlich auch hier unten so einen dicken Bauch und einen Hals und hier oben Wirbel. Aber die hat viel mehr Saiten als so ein Kontrabass. Hä? Mehr Saiten? Wie kann das sein? Das hat doch immer nur oben und unten und rechts und links und vorne und hinten. Nein, Willi, nicht die Saiten von rechts, links, oben, unten, vorn und hinten sind gemeint, sondern das hier. Schau mal. Aha! Das heißt also auch Saiten? Genau, das sind auch Saiten, aber die hier, die schreibt man mit A, I, während man rechts, links, oben und unten die Saiten mit E, I schreibt. Und wollen wir mal zählen, wie viele das hat? Die Gitarre? Achtung, wir zählen mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, also 5 und eine. 6 Saiten hat die Gitarre. Und wie viel hat nun der Kontrabass? Na, Milli, da müssen wir ja mal jemanden fragen, der einen Kontrabass hat. Aber die Musiker hier sind alle beschäftigt. Hat nicht unser Nachbar, der Patchouli, so einen Kontrabass? Da könnten wir doch den fragen, wenn wir wieder zu Hause sind. Gute Idee, Milli, das machen wir. Genau, dann können wir uns den Kontrabass ankaufen. Und der kann uns bestimmt auch mal ein bisschen was vorspielen. Frau Zobel, weißt du, was mir vorhin aufgefallen ist bei dem Lied von dem Elefanten? Nee, was ist denn dir aufgefallen? Naja, dass der Elefant so getanzt hat. So hin und her, hin und her. Was war denn das für ein Takt, dass man dazu tanzen kann? Das hast du sehr gut erkannt, Milli. Das ist nämlich ein Dreivierteltakt. Also da sind 3/4 Schläge drin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und mit Rüssel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das kann der Elefant tanzen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hin und her, hin und her. Oh ja, das lässt sich super tanzen. Sehr schön, also ein Dreivierteltakt. Oh, schön, Frau Zobel.
Oh, ich habe Lust, mich jetzt in einen Elefanten zu verkleiden. Komm, wir gehen mal gucken, ob wir hier so einen Verkleidungsladen finden, wo man so Verkleidung finden kann. Ah, du meinst einen Kostümladen, wo man Kostüme findet. Gute Idee, komm, lass uns das machen. Bis nächstes Mal, liebe Kinder. Wir gehen jetzt erstmal schauen, ob wir ein Kostüm finden. Na und wenn nicht, dann können wir uns ja auch einen malen. Kinder, ihr könnt auch mal gucken, vielleicht kann man sich ja so eine Maske von den Elefanten auch malen. Viel Spaß dabei und vielleicht schickt ihr mir Bilder. Tschüss!